Abenteuer des Odysseus. Sie konnten ihn nicht retten. Ihn nicht. Und die anderen auch nicht. Und ich hätte Poseidon nicht verärgern sollen. Als Seefahrer sollte man sich gut mit ihm stellen. Wer war nochmal Poseidon? Der Gott des Meeres. Also unseres Meeres. Wie heißt denn der Gott eures Meeres? Wir haben eigentlich nur einen. Ja, wir auch. Einen Gott des Meeres, sag ich doch. Oh! Oder hat Poseidon mir jetzt auch noch die Gabe der Sprache genommen? Nein! Ich meine, wir haben nur einen Gott. Ein Gott? Und wofür ist er zuständig? Für alles, nehme ich an. Der gleiche Gott ist bei euch für die Dichtkunst zuständig und für den Ackerbau. Ich glaube schon. Und für die Vögel und Fische und Sträucher und Tiere und Morgenröte auch? Ich nehm's an, ja. Na, den will ich sehen. Wie heißt der denn? Gott. Ihr gebt einem Gott alle Aufgaben und habt dann nicht mal einen richtigen Namen für ihn. Sag mal, ist es euer Gott oder euer Diener? Oh, warte mal, dann habt ihr nicht mal einen Götterboten. Nein! Super, der muss seine eigene Post wegbringen. Hey, Gott, sag mal, ich habe hier eine wirklich wichtige Nachricht. Ich habe gerade wirklich keine Zeit, ja? Ich muss hier gerade Regen machen. Nein, kein Regen. Die Fische haben doch gerade um Trockenheit gebeten. Ja, aber die Bauern brauchen hier Regen. Den Bauern ist doch eh alles egal, was die anderen betrifft. Mach doch mal. Du, ich habe gerade wirklich keine Zeit. Da ist ein Dichter, der braucht ein Gedicht. Hast du einen Reim auf Himmel? Du, Gott, da drüben, da bricht gerade Krieg aus. Was, Krieg? Oh Mann! Sag mal, wann schläft denn euer Gott? Ich kenne mich nicht so aus, aber gar nicht, glaube ich. Nee, offensichtlich nicht. Der hat ja auch keine Zeit dafür. Oh, wie viele Götter haben Sie denn? Also, ich nenne mal die wichtigsten 12, ja? Zeus, Poseidon, Hera, Demeter, Apollon, Artemis, die funkeläugige Athene, Ares, Aphrodite, Hermes, Hephaistos, Hestia. Die solltest du dir merken. Ja. Zeus, Poseidon, Hera, Demeter, Apollon, Artemis, die funkeläugige Athene, Ares, Aphrodite, Hermes, Hephaistos, Hestia. Nee. Hey. Nee. Hey, Mann. Hallo. Hör mal auf jetzt. Also, Zeus ist der... Jetzt stell dich nicht so an. Zeus ist der Oberste. Und Hera ist die Frau von Zeus. Und seine Schwester. Aber sprich das lieber nicht an. Dann gibt's noch Athene. Das ist die, mit der ich dich vorhin verwechselt habe. Meine Schutzpatronin, die Göttin der Weisheit. Sie nimmt manchmal andere Gestalt an. Du bist es ganz sicher nicht selbst. Ganz sicher. Und dann gibt es noch unzählige Untergötter, Nixen, Nymphen, Neffen. Oh, und Halbgötter. Da musst du richtig aufpassen. Du weißt nie, mit wem die verwandt sind. Habe ich dir von Polyphem erzählt, dem Hallo? Hallo? Ich glaube, die sind eingefroren, Herr. Thank you.